Die Glocke kam zur letzten Runde. Kaminski kam von hinten mit einer richtigen Granate, wie man so sagt. Er hatte einen hohen Speed, fast 80 km/h, denke ich mal so. Ich weiß nur noch, es gab einen Knall. September 1978 in Berlin feiert die Partei und Staatsführung der DDR und lässt sich feiern. In Leipzig laufen auf der Alfred-Rosch-Kampfbahn die Vorbereitungen für den Rennabend um den Preis des Bezirksvorstandes des FDGB. Absoluter Höhepunkt, der Städtekampf der Steher. Wenn dann die Motoren angelassen wurden, das waren so alte Knatterbüchsen, hohe Böcke, wo dann die Schrittmacher drauf saßen, wenn das dann losging, dann kam solche Stimmung auf. Seit der Weltmeisterschaft 1960 waren die Steher auch die Könige der Leipziger Radrennbahn. Zwei Ostdeutsche hatten damals das Titelrennen unter sich ausgemacht. Die Zuschauer vergötterten ihre Lieblinge. Und dann war ein Leipziger Held, ein alter Fahrer, dicken Bauch, Birnbaum, der Birne. Ne? Und wenn dann die Proberunden gefahren wurden, dann fuhr er wie King, fuhr er dann so lang, grüßte sein Volk, das Volk jubelte. Die Steherrennen, eine perfekte Mischung aus Sport, Spaß und Show. 1964 betrat ein junger Mann aus Karl-Marx-Stadt die Steherbühne. Er ab sofort das Maß aller Dinge. Herr Kaminski war ein ganz außergewöhnlicher Sportsmann. Er war fair. Er war nicht überheblich, obwohl er Riesenerfolge hatte. Ich glaube, er hat über 200 Steherrennen gewonnen. Er passte einfach in die Welt. Und man hörte von ihm nur selten mal laute Worte. Aber was er sagte, hatte irgendwie Gewicht, weil er eben der Chef war. Ab 1967 bekamen die DDR-Steher ein Problem. Per DTSB-Beschluss fanden Weltmeisterschaften fortan ohne Kaminski und Co. statt. Zu teuer, zu aufwendig. Dabei hätte Karl der Große mittlerweile 27 beste Titelchancen gehabt. Sein langjähriger Schrittmacher erinnert sich. In meinen Augen wäre er, wenn wir damals hätten zur Weltmeisterschaft fahren dürfen, wäre es wahrscheinlich Weltmeister geworden. Zurück zum 7. Oktober 78. Für den Stehersport im Osten soll es ein denkwürdiger Abend werden. Geplant das Abschiedsrennen für Michael Schiffner, ehemaliger DDR-Friedensfahrtkapitän. Unmittelbar vor Beginn wird Cheforganisator Wolfgang Schoppe von Karl Kaminski zur Seite genommen. Und sagte wenige Minuten vor dem Start, er hört auch auf, es ist also heute auch sein letztes Rennen. So war er. Er hat es nicht angekündigt, er hat es hier so ganz beiläufig gesagt, ich fahre heute mein letztes Steherrennen. Die Zuschauer auf der Rosch-Kampfbahn erleben an diesem Abend ein spannendes Rennen. Es geht über 30 Kilometer und ordentlich zur Sache. Ein tolles Spektakel bis zur letzten Runde. Wir sind eigentlich ganz normal gefahren, aber von außen hat man doch später gesagt, es war sehr, sehr schnell. Und der Karl hat mich dann in der letzten Runde mit einer, sagen wir, vehementen Attacke angegriffen. Ich weiß nur noch, es gab einen Knall und er rutschte mir fast vor die Füße. Ich habe noch nicht mal diesen Aufprall gehört, weil er ungefähr so ein oder drei Meter hinter mir war. Der siebenmalige DDR-Meister ist schwer verletzt, kämpft um sein Leben. Die Ärztin, die wir hatten, die Rennärztin, war völlig überfordert. Die stand hilflos dort und wusste nicht, was sie machen sollte. Es war sehr ernst. Und bis dann er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Und da haben wir schon alle das Schlimmste befürchtet. Noch in der Nacht erliegt Karl Kaminski den schweren Verletzungen. Freunde und Weggefährten fragen sich immer wieder, warum. Ein Sturz mit Todesfolge wird ja auch polizeilich untersucht. Und letzten Endes ist doch herausgekommen, dass es ein ganz normaler Reifenschaden war. Es war immer gesagt worden, man soll die Reifen nicht so lange fahren. Das war ja, wie gesagt, Importmaterial. Und der DSV der DDR hat also für die Steher keine Reifen besorgt. Mangelhaft damals auch der Kopfschutz. Kaminski trug einen Kanu-Helm. Man muss aus heutiger Sicht sagen, 30 Jahre Weiterentwicklung. Also man hätte auch eine Papiertüte auf dem Kopf haben können. Ich habe das Rennen organisiert. Es war ein ganz schlimmer Tag. Wolfgang Schoppe wird diesen Tag nie vergessen. Die Verzweiflung, die er seit 30 Jahren spürt, auch weiter mit sich tragen. Dann gehe ich hier draußen durch den Tunnel und da stehen in der Ecke zwei Kinder und Hand in Hand und gucken mich an
Und ich sage, was macht denn ihr hier? Ja, wir warten auf den VAT.